und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von XCOM Enemy Unknown mit O-Comic. Und das letzte Mal haben wir ja gesagt, wir machen da weiter, wo ihr die meisten Views drauf habt. Im Moment ist das Japan gewesen, deswegen machen wir gleich mal weiter, nachdem wir hier mit Japan fertig sind. Ihr seht, die Terror- oder die Paniken sind noch relativ gut, außer in Südafrika und Großbritannien. Also wenn es da mal einen Einsatz gibt, müssen wir den als nächstes dort annehmen. Und wir müssen auch noch einige Satelliten hochbringen. Und unsere Ziele sind momentan den Generalschlüssel bauen und die Alienbasis angreifen. Dann schauen wir doch mal, wie das Ganze ausschaut momentan mit Ressourcen und so weiter. Vielleicht können wir ja den Generalschlüssel schon bauen. Nein, dazu fehlen uns noch die Ingenieure. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir eigentlich jetzt erforscht hatten. Da gucken wir gleich mal, was unser Forschungsprojekt ist. Der Alien-Navigationscomputer. Und wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir dann diesen Generalschlüssel erforscht haben, die Alien-Basis anzugreifen. Jetzt muss ich aber gerade nochmal in unsere Kaserne gucken, weil ich gar nicht mehr so genau weiß, was jetzt in der letzten Folge in Japan passiert ist, da wir ja immer alle drei Schauplätze gespielt haben. Ich denke mal, das ist auch ganz gut, wenn wir öfter mal die ganzen Schauplätze durchspielen, dass ihr mal so seht, was denn alles für Missionen kommen können. Und wir haben viele Landschaften, die wir entdecken können. Oh, und hier ist noch jemand aufgestiegen, den wir befördern können. Zum Lieutenant. Ach, das war unsere Belohnung für die Japan-Quest. Eine Unterstützungseinheit. So, drei Felder weiter bewegen. Reflexschuss bei gegnerischen Angriffen. Ja, drei Felder ist schon mal gut. Dann nehmen wir wieder die Medipacks, damit wir mehr Leute heilen können. Und Wiederbelebung oder Deckungsfeuer. Ich weiß gar nicht, ob wir schon eine Unterstützungseinheit mit diesen Eigenschaften hatten. Da gucken wir doch gleich mal. Hier haben wir noch eine Unterstützungseinheit. Er hatte noch gar nichts ausgewählt. Und dann hatten wir, glaube ich... Ach doch, noch einen, aber der ist noch so niedrig, der hat noch kaum was. Da würde ich doch sagen, machen wir die Wiederbelebung, dass wir die Soldaten dann wiederbeleben können und die nicht gleich sterben. So, und da sieht es doch ganz gut aus mit ihr. Der Frau Aoki. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, da ja momentan noch relativ wenig Traffic auf den Videos ist und auch wenig Abonnenten und so weiter noch da sind, was ja auch verständlich ist, da ich ja nicht groß Werbung mache für die Let's Plays und hoffe, dass es einfach ein bisschen rumspricht, wenn die gut sind. Minecraft Let's Play haben wir jetzt auch schon einige Folgen hinter uns. Und ja, am Freitag, also heute ist glaube ich der 5. und am Freitag den 9. da kommt noch das Let's Test zu Path of Exile, also auf jeden Fall einschalten und reingucken mal. Und am Freitag wird dann auch auf jeden Fall definitiv die Bewertungsseite online sein. Also das heißt, ihr könnt dann die Spiele, die hier Let's Played werden, auch alle unterschiedlich bewerten, euch anschauen, Meinungen austauschen dann drüber. Ja, je nachdem. Ich bin noch dabei, das Ganze zu programmieren so ein bisschen. HTML mache ich da hauptsächlich draus, weil PHP ist mir jetzt zu viel einlesen. So. Dann schauen wir mal. Entschuldigung. Ja, Waffen brauchen wir auf jeden Fall noch. 1, 2. Ja gut, das ist dann abhängig auch von dem, wen wir dann als nächstes noch mitnehmen. Auf jeden Fall schauen wir mal, ob wir noch eine Waffe bauen können. Offiziersschule, können wir da noch irgendwas Tolles machen. Truppengröße, 5 Soldaten. Truppengröße 2 aus 6 Soldaten. Da kaufen wir doch mal noch einen Soldaten dazu. Dann haben wir einen größeren Trupp. Na? Will er nicht?
Aber ich habe doch genug. Ach nein, hier oben. Ah, monatlich. Falsche Bilanz angeschaut. Also wir können momentan nicht viel kaufen. Da müssen wir wahrscheinlich doch ein bisschen die Zeit nochmal vorspulen. So, jetzt haben wir den Navigationscomputer erforscht und haben dann natürlich auch gleich ein paar neue Bauprojekte verfügbar. Jetzt gucken wir erstmal, was der Navigationscomputer uns eigentlich gebracht hat. Wir hatten die Gelegenheit, diese Geräte in Grenzen zu untersuchen. Wir haben entdeckt, dass sie eine Art verschlüsselte Alien-Daten enthalten, aber sie sind auch mit einer internen Energieversorgung ausgestattet, die bei ihrem Erlöschen jeden Zugang zu dem Gerät sperrt. Die einzige Art, wie wir uns herantasten konnten, war, die interne Energieversorgung durch ein grob zusammengelöstes Interface umzulenken, das alle Abschaltsequenzen umgeht. Die Alien-Daten selber erwiesen sich allerdings als ein noch größeres Hindernis, da wir es hier mit einer Programmiersprache zu tun haben, die nicht das Geringste mit dem zu tun hat, was wir unter Programmierung verstehen. Zum Glück ist das Forschungsteam recht fähig und so setzen wir schnell eine Gruppe unserer besten Analytiker auf dieses Problem an. Wir konnten bereits die ersten Muster in den außerirdischen Verschlüsselungsalgorithmen erkennen und kleine Informationsbrocken herausfiltern, die wir in unseren Forschungen einfließen lassen. Ja, hört sich ja ganz gut an und wir können einen Satellitennexus bauen. Da das Signal von einem Team von Ingenieuren überwacht wird, kann jeder Satellitennexus die Signale von 4 XCOM-Satelliten empfangen. Verbundbonus plus 1 zusätzlichen Satellit für jedes direkt angrenzende Kontrollzentrum. Okay. Und wir können einen Tarnsatelliten bauen. Nach der Untersuchung der Kommunikationssignaturen der erbeuteten UFO-Navigationscomputer können wir unser Satellitennetzwerk so umrüsten, dass es die Kommunikation der Aliens imitiert. Dadurch wären unsere Satelliten für die Aliens erheblich schwerer zu entdecken. Naja, bis jetzt haben sie ja auch noch keinen von uns abgeschossen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, was können wir denn jetzt als nächstes machen? Die Chrysalidenleiche autopsieren. Eine Plasmapistole, das dauert aber 15 Tage, 17 Tage, 10 Tage. UFO-Energiequelle 4 Tage. Braucht man wahrscheinlich sowieso noch. 2 Tage, naja, würde ich erstmal die Chrysaliden autopsieren. Basierend auf unseren bisherigen Beobachtungen an der Front, einschließlich einiger sehr bizarrer, traumatisierender Fälle von Geburten seiner Jungen, bezeichnen wir dieses Exemplar als Chrysalid. Ja, na, so hätte ich das auf jeden Fall auch bezeichnet. Wissen wir ja alle, Chrysalid, was das bedeutet. Keine Ahnung. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja in die Kommentare mit reinschreiben. Ich denke mal, er wird wahrscheinlich sich fortpflanzen, so wie wir gesehen haben. Werden ja die Leute, die von ihm getroffen wurden oder von ihm infiziert irgendwie und werden dann zu solchen Zombies, die man dann auch nur abschießen kann. Und ich denke mal, dass die da ihre Jungen hineinlegen und deswegen diese verstörenden Geburten da stattfinden. Gut, dass wir das nicht so machen. Wir haben wenigstens noch Spaß bei der Fortpflanzung. Und wir scannen noch ein bisschen weiter, damit sich unsere Soldaten ein bisschen fortpflanzen können. So, na, schauen wir mal, ob wir recht hatten mit unserer Vermutung. Chrysaliden-Autopsie, ein Chitinpanzer zur Herstellung verfügbar. In all meinen Jahren der Forschung habe ich nie etwas gesehen, das so schön und zugleich tödlich ist wie diese Spezies. Im Gegensatz zu den bisher untersuchten Aliens ist sie ein Gliederfüßler, eingehüllt in ein glattes schwarzes Exoskelett. Die Chrysaliden, wie wir sie aufgrund ihrer Fortpflanzungsart nennen, sind von Kopf bis Schwanzende über 3 Meter lang und können sich auf den Hinterbeinen zu einer Größe von fast 2 Metern aufrichten. Ihre Angriffsweise ist nicht nur extrem tödlich, sondern dient ihnen auch zur Fortpflanzung. Das Opfer stirbt nämlich nicht sofort, sondern wird in eine geistlose Hülle verwandelt, eine Art Zombie, der dem Nachwuchs als Wirt dient. Beißt ein Chrysalid einen Menschen, pflanzt er ihm damit auch ein Embryo ein, das sofort beginnt sich zu entwickeln. Diese ungewollte Schwangerschaft dauert für das Opfer nur Minuten, dann schlüpft ein neuer Chrysalid aus und zerstört dabei den Wirtskörper. Es bleibt die Frage, warum die Aliens so eine offensichtlich wilde, unberechenbare Kreatur einsetzen. Auf jeden Fall ist
dieses Wesen ein gefährlicher Gegner und unsere Soldaten sollten extreme Vorsicht walten lassen, wenn sie es auf dem Schlachtfeld antreffen. Wenn sie im Gefecht den Einheiten aller Lieseschirme, oh ja, gut, das, den Rest, den kennen wir ja schon, das steht ja immer da. Und wir hatten recht mit unserer Vermutung und können jetzt auch noch einen Exoskelettenpanzer herstellen, der unsere Einheiten schützt, wie es aussieht. Das wäre dann wieder mal was für unsere Stürmerinnen. Und erforschen jetzt erstmal die Energiequelle ein Stückchen weiter. So, unser Geld ist leider am Ende und wir können noch keinen neuen Satelliten mehr aufrichten. Ich gucke doch gerade mal, wie es aussieht mit unserem Bauvorhaben. Hier könnte man dann einen Satelliten-Nexus drunter bauen. Das wäre nicht schlecht. Und hier können wir vielleicht eventuell ein Dampfkraftwerk oder sowas bauen. Momentan können wir leider gar nichts bauen, weil wir zu wenig Geld haben. Aber wir können ja schon mal wenigstens einmal noch hier Richtung rechts zum Dampf ausheben und hoffentlich dann bald etwas mehr Kohle bekommen, damit wir wieder etwas unternehmen können. So bleibt uns wieder mal nur eins zu tun. Scannen. Oh. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Nein, sagt er natürlich nicht einfach so. Und wir sind ja sowieso im Bar, das wissen wir ja. Wir können ja nur solche tollen Technologien erforschen und die Aliens niedermetzeln. Haben auch eine Ahnung. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja, rufen Sie nicht mich an, ich rufe Sie an. Jetzt haben wir auch ein bisschen Geld bekommen, was wir jetzt natürlich gleich wieder ausgeben werden. Also zum Einkaufen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Oh, das ist gut. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Sehr, sehr gern, dass da neue Techniker eingetroffen sind. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall mal noch irgendwas bauen für unsere... Ja, schwere Laser, Streulaser. Ah, hier eine Laserpistole. Nein, Lasergewehr. Wir müssen noch ein Lasergewehr bauen, glaube ich. So wie ich das gesehen habe, fehlte uns noch etwas. Oder einen schweren Laser. Ja, ich werde auf jeden Fall einen schweren Laser für unsere schweren Jungs herstellen. Erstmal einen. Damit wir dann auch noch genügend haben für unser Lasergewehr. Davon brauchen wir nämlich noch eins. So, und da ist nämlich auch dann schon sind die Legierungen schon zu Ende. Das ist natürlich sehr schade. So, Pulsbogen haben wir schon. Was können wir hier? Schalenrüstung. Würde ich auch zu gerne noch einige herstellen dann, aber ich meine, mehr als 6 brauchen wir ja eh nicht, da unsere Teamgröße maximal 6 umfassen kann. Und so tauschen wir das dann einfach aus. So, können wir denn vielleicht noch eine Einrichtung bauen? Labor, Kraftwerk. Die Frage ist, baue ich vielleicht noch ein Labor oder baue ich lieber erst das Kraftwerk? Ich habe hier die Gießerei, die Werkstatt. Wir haben sowieso ein bisschen... Ja, wir haben ja auch noch Geld für ein Kraftwerk übrig. Da beginnen wir hier einfach mal den Bau vom Labor. Da haben wir noch ein paar mehr Wissenschaftler. Und können dann hier noch ein Dampfkraftwerk, was dann effektiver ist, ransetzen. So, können wir noch irgendwelche nützlichen Gegenstände für uns bauen? Eine Laserkanone. Ah, da brauchen wir aber Legierung. Also das heißt, wir müssen erstmal wieder ein Raumschiff abschießen. Und jetzt gucken wir doch mal in den Hangar. Nach unseren Schiffen. Und schauen mal, wie die ausgerüstet sind. Avalanche-Rakete, Phoenix-Kanone. Ah, hier baue ich mal noch in Amerika eine Phoenix-Kanone ein, sonst liegt die nur unnütz rum. Und in Europa haben wir ja schon eine. Vielleicht können wir ja nachher ein UFO oder so abschießen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, da würde ich sagen, gucken wir doch noch ein Stückchen weiter und scannen noch nach ein paar Aktivitäten. So, was haben wir denn jetzt hier?
Na, die fordern schon wieder irgendwas, Chrysalidenleichen. Warum wollen die unbedingt diese Viecher haben? Würde ich denen sowieso nicht geben, weil man sich daraus ja so schöne Panzer bauen könnte. Und wir haben ja eh nur eine. Ah, und das ist auch unser Garza, ist auch wieder in den Dienst zurückgekehrt. Neues Forschungsprojekt. Ja, müssen wir ja, ne? Ellirium-Kraftwerk. Oh, ein Kraftwerk. Wir brauchen ein Kraftwerk. Habe ich das schon erwähnt? Die Energieversorgungssysteme, die wir aus dem UFO geborgen haben, sind vielleicht das Wichtigste, was wir bislang an Alien-Technologie entdeckt haben. Wir könnten die Feinheiten dieses Geräts noch jahrelang erforschen, doch durch die Dringlichkeit unserer Situation waren wir gezwungen, uns bei der Entwicklung mehr auf theoretische Analyse zu verlassen, als mir lieb ist. Trotz der riesigen, die mit der Demontage und Imitation dieser Geräte verbunden waren, haben wir einen kleinen Schritt in Richtung einer angepassten eigenen Energiezelle gemacht. Die wichtigste Entdeckung dabei war, dass ein Element, das wir Ellerium bezeichnen, die Hauptkomponente ist und den Aliens eine fast unbegrenzte Menge an Energie liefert. Obwohl wir immer noch eine Menge zu lernen haben, sollte es der technischen Abteilung auf der Basis unserer Erkenntnisse möglich sein, mit der Produktion einer verbesserten Energiezelle zu beginnen. Auf jeden Fall werden wir aber das Ellerium weiter analysieren müssen, dass die außerirdische Energie mit Energie versorgt. Ah, 30 Strom, Verbundbonus auch noch. Sehr schön, sehr schön. Nehme ich doch gern. Und ich würde sagen, da uns Renase ja direkt drauf gestoßen wird. Oh, ein neues Jagdflugzeug wäre natürlich auch nicht schlecht. Würde ich aber mal das Ellerium erforschen. Was brauche ich denn hier? Auch 10 Ellerium, 10 Legierungen und 75 Waffenfragmente. Schwierige Entscheidung immer, aber es ist natürlich auch eine langsame Forschung. Da warte ich mal, bis das Labor dann fertig ist. Dann ich sollte weiß das Ihre Unterstützung gehen. Für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ja, da hoffe ich mal, dass uns jetzt bald mal ein Raumschiff wieder in die Fänge geht, weil sonst gehen uns langsam die Materialien aus. Und einen Satellitennexus würde ich dann... Ach so, können wir den eigentlich schon bauen? Satelliten-Nexus? Ah, nein. Zu wenig Ingenieure, zu wenig Geld, wie immer, zu wenig Legierung und zu wenig Energie. Ist klar. Na gut. Dann schauen wir nochmal in die Gießerei rein. Was kann man machen? Schwere Waffenplattform, verbesserte Pistole 1. Ah, wir können ja mal die Pistolen verbessern, dann wenn wir nachher später eine Plasmapistole oder so herstellen, wirkt sich das ja bestimmt auch auf die dann aus. Die Gießerei ist bereit. Ich sage Bescheid, sobald die Produktion beendet ist. Mache das, mein Gutster. Du hast drauf, wir wissen es. So, nach Aktivitäten scannen. Ah, Entführungen gemeldet. Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. So, in Kanada kriegen wir zwar Wissenschaftler, hier Ingenieure, hier kriegt man einen Sturmkapitän. Aber Ägypten wäre jetzt, glaube ich, wichtiger, da die Panik schon sehr groß ist. Und ich würde sagen, machen wir uns auf. Auf zum Atom! Auf nach Ägypten! Egypt! So, unsere Soldaten, wen haben wir denn da alles? Auf jeden Fall sehe ich schon mal, dass wir hier einige Leute haben ohne Rüstung. Die entfernen wir uns jetzt erstmal gerade nochmal. Und dann hat man doch so eine tolle neue Versorgungseinheit zur Unterstützung. Jawohl. Oh, unser Herr Pedersen, unser Scharfschütze, der hat gar nicht sein schickes neues Scharfschützengewehr, was ich ihm hergestellt habe. Das sollte er vielleicht mal nehmen. So. Ja, sie braucht ja keinen Splittergranate, braucht ja das Medikit. Sonst bringt uns das ja alles nichts. Und hier haben wir doch was ganz Schickes. Das trägt der schwere Soldat von heute so
den schweren Laser. Na, damit werde ich den Aliens hoffentlich gehörig einheizen können. So. Was nehmen wir denn noch? Nehmen wir noch einen Scharfschütze oder nehmen wir noch die Unterstützung? Ich würde sagen, wir nehmen noch die Unterstützung. Und hatten doch auch, jawohl, ein neues Gewehr mit hergestellt. Perfekt. Das heißt, jetzt haben alle auch schicke Lasergewehre. Ah, und ich hatte vergessen, die Truppenstärke zu erhöhen. Da muss ich nochmal ganz kurz zurück. Dann können wir nämlich noch einen mehr mitnehmen. Dann geben wir wenigstens unser Geld mal nicht sinnlos aus. Zack. Perfekt. Wo wollen wir hin? Nach Ägypten, habe ich gesagt. Dann kriegen wir auch ein paar Ingenieure, können wir schneller bauen. Oh, und da kommt automatisch noch der Scharfschütze nach. Den behalten wir auch dort. Aber geben ihm natürlich noch eine verbesserte Waffe. Eine Waffel, eine verbesserte Waffel. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge, wenn ich dann noch ein paar mehr Abonnenten bekomme, benenne ich einfach die Soldaten nach Reihenfolge der Abonnenten, um in die Namen der Abonnenten, also die Spitznamen sozusagen der Soldaten, werden dann einfach in die Abonnenten umbenannt und dann habt ihr euren persönlichen Soldaten. Ich hoffe, das ist eine ganz lustige Idee. Sagt einfach weiter, dann könnt ihr ja, sag ich mal, noch andere Leute, die abonnieren, mitnehmen und die dann mit euren Freunden sozusagen hier in unserer kleinen XCOM Squad sein. Wir haben ja genug Soldaten noch übrig. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.